don't give me that. Don't give me that. Don't give me that. Oh baby, you can take everything. It don't mean a thing. Anything to me. Don't give me that. But don't control my rock and roll. No, no. Shut your head. Hey, Bill, don't give me that. So, Pippi, los geht's! Was machst du da? Kannst du mich einmal anklopfen? Kannst du dir nicht einmal was Anständiges anziehen? Das kriegt man so. Ja, aber nicht hier im Haus. Setz dich hin und mach deine Aufgabe. In einer halben Stunde höre ich dich ab. Was ist das? Gib das her! Wer hat sie gemacht, hä? Das geht dich gar nichts an! So, doch mal sehen, ob ich das egal bin. Hallo, bitte! Komm, dreh dich mal ein bisschen rum, Pippi! Ja! Los, frei. Kannst du das auch mal ein bisschen tiefer halten fürs Euter? Papa, bitte! Du gehst raus in dein Zimmer. Willst du mich jetzt auch noch einsperren? Ich mache eh, was ich will! Hey! Hau die Hacken hinterher und sieh zu, dass du Land gewinnst. Ich bin ja noch gar nicht fertig. Verschwinde! Du kannst ihn doch nicht einfach so rausschmeißen. Dann werden wir ja sehen, was ich kann. Ja, und mein Auftrag? Da hättest du mal besser ein bisschen früher dran denken sollen. Das habe ich doch gar nicht nötig. Was treibst du dich denn hier rum? Habt ihr euren Laden so runter, dass du gar nichts mehr zu tun hast? Na, anziehen jetzt! In so schönen Sommernächten gibt es wirklich was Besseres, als im Büro zu hocken. Hm, gleich. Katrin, ich komme morgen mal ein bisschen später. Mein Vater muss zum Arzt. Ich bin aber jederzeit erreichbar. Ich weiß. So, wie geht's denn deinem Vater? Ist alles okay? Naja, brauch nur eine neue Brille.
die Kugel sanft und gerade, sofern sie gut im Öle bade. Ergo, du gehst heute Abend kegeln. Gut kombiniert. Aber wahrscheinlich kommt doch wieder was dazwischen. Alles klar verstanden, Lars. Danke. Ja. Wir haben ein totes Mädchen. Nein. Ich hole mal meine Sachen. Sie liegt auf einer Weide, 5 Kilometer hinter Altenkrempe Richtung Hasselburg. Lars hat schon alles absperren lassen. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Ich sag mal Nele Bescheid. Wo ist denn die überhaupt? Die ist beim Arzt mit ihrem Vater. Lass mal, wir kommen schon klar. Sie will aber verständigt werden. Ja, ich mach das von unterwegs. Ja, aber dann mach das bitte auch. Der Notruf kam vor 40 Minuten rein. Ich bin mit der Cabo auch sofort los. Aber das sieht einfach nicht wie ein Unfall für mich aus. Und was sieht denn nicht nach Unfall aus? Na, wie sie da liegt. So fällt doch keiner vom Baum. Wieso vom Baum? Sie hat eine Kopfwunde und liegt direkt unter dem Baum. Es hat doch manchmal Vorteile, ein Büro zu teilen. Logisches Denken lernt man bei der Kripo. Denken, ja. Also dafür, da reicht bei mir gesunder Menschenverstand. Sonst noch was? Nö. Und? Schädelfraktur und Verbrennungen an den Händen könnten Strommarken sein. Strom hier von den Weidezäunen oder was? Nee, danach sehen sie nicht aus. Außerdem sind die gesichert, da kann eigentlich nichts passieren. Der Kollege hier tippt auf die Kopfverletzung als Todesursache. Und dann mit Mordwaffe? Nee, nicht mal Blut an der Wunde. Moin! Ich dachte, die Trotzphase hätten wir hinter uns. Warum muss ich erst im Büro erfahren, was passiert ist? Ich will dir vergessen anzurufen. Ich hab's wirklich vergessen. Wissen wir schon, wann das passiert ist? Innerhalb der letzten 12 Stunden. Wie es aussieht, gibt's keine verwertbaren Spuren am Fundort. Ich spreche mal mit dem Vater. Herr Klaasen? Nele Wittkamp, Kripo Holstein. Mein Beileid. Was ist passiert? Das wissen wir leider noch nicht. Aber es war wohl kein Unfall. War Feline ihr einziges Kind? Ja, ihre Mutter ist bei der Geburt gestorben. Dann haben Sie sie allein großgezogen. Ich hab's versucht. So gut es eben ging. Ein Antiarrhythmikum. Hatte Ihre Tochter Herzrhythmusstörungen? Ja, aber mit den Medikamenten, da haben wir das gut im Griff. Ich lasse sie jetzt mal lieber alleine, ja? Könnte ich den noch mitnehmen? Hä? Ja, sicher. Dankeschön. Den bekommen Sie, sobald es geht, wieder. Könnte ich auch noch das Handy von Ihrer Tochter haben? Das hat sie immer bei sich. Danke. Wenn Ihnen noch was einfällt, hier ist meine Karte. Und? Ja, den Mitarbeitern ist nichts aufgefallen. Der Letzte hat um 8 den Hof verlassen. Was willst du noch hier, Voss? Ich hab dir gesagt, du sollst verschwinden. Ich hab was vergessen. Ich werde dir wohl noch meine Ausrüstung abholen dürfen. Hast du sie umgebracht, ja? Weil ich dich rausgeschmissen hab, ja? Was? Hey, hey, komm! Du lass, doch mach ich dich tot! Ich schlag dich tot!
Was hält er von mir? Feline Klaasen wurde eben tot aufgefunden. Was? Bitte. Kuhfotograf! Wusste ja nicht, dass es so weit gibt. Kein Bauer kommt heute mehr ohne aus. Die vermarkten noch alle ihre Viecher übers Internet. Und dazu brauchen sie Bilder. Bilder? Fotos brauchen die. Wenn ich die Milchkuh in den Zuchtbullen vor der Linse habe, dann geht der Preis anschließend hoch. Von Ihnen oder von der Kuh? Nach einem Foto von mir ist die Kuh glatt das Doppelte wert. Und der Liter Sperma verkauft sich auch besser. Das lasse ich mir natürlich bezahlen. Macht sich ja niemand eine Vorstellung, wie viel Zeit und Mühe da drin steckt, bevor so ein Wiederkäuer schussreif ist. Oder haben Sie schon mal was von Schwanzattrappen und Sternlocken-Toupets gehört? Nee, hab ich nicht. Mich interessiert doch viel mehr, warum Klaasen Sie gefeuert hat, wenn Sie doch so wahnsinnig wichtig für ihn sind. Er hat sich geärgert. Über Ihre Arbeit? Nein, über ein Foto, was ich von seiner Tochter gemacht habe. Sie haben ein Foto von seiner Tochter gemacht? Wieso? Ja, wieso nicht? Sie hat mich drum gebeten. Und? Was war das für ein Foto? Ja, einfach ein hübsches Bild. Wegen einem hübschen Bild rastet aber keiner aus. Also, was war das für ein Foto? Wo ist es? Haben Sie Abzüge? Ich hab's nicht gespeichert. Das war nun wirklich nichts Besonderes. Und deshalb schmeißt Klaasen Sie raus? Ja, aber weiß ich, was mit dem ist. Der tickt halt nicht mehr richtig. Legt sich mit allen an. Fragen Sie mal die Nachbarn. Die Holthusens liegen mit ihm im Dauerclinch. Wieso? Gibt's da ein Problem? Ja, aber hallo. Er macht sich ständig fertig. Diese armen Leute können einem so leid tun. Dabei hat er sie übers Ohr gehauen. Und ihnen hat er den Job vermasselt. Sie haben viel Geld verloren. Ja. Deswegen bringe ich doch niemanden um. Also ich habe nun wirklich genug Aufträge, Mann. Voss. Seitdem der Voss für mich arbeitet, hat das alles überhaupt erst angefangen. Da ging sie plötzlich einfach so weg. Sie ließ die Schule schleifen. Sie hat sich doch nur noch für ihre Mode und ihre Partys interessiert. Und Sie hatten Streit deswegen? Und ob wir den hatten. Oder würden Sie Ihre minderjährige Tochter einfach so nachts durch die Diskos ziehen lassen? Sie stand kurz vor dem Schulabschluss. Ich habe sie angemeldet zur Ausbildung als Landwirtin. Sie sollte das doch alles mal übernehmen. Und was hat Ihre Tochter dazu gemeint? Ich kann doch meinen Hof nicht von den Flausen einer 17-Jährigen abhängig machen. Wie heftig waren denn Ihre Auseinandersetzungen? Gestern zum Beispiel. Ist der Streit da eskaliert? Wie heftig? Ich verstehe nicht, was meinen Sie? Ihre Tochter hat eine frische Schlagwunde am Kopf. Ich schlag doch nicht meine Tochter. Sie denken, ich habe sie umgebracht. Herr Klaasen, es ist mein Job, alles auszuschließen. Wo waren Sie? Gestern Abend zwischen 8 Uhr und 7 Uhr heute Morgen. Erst im Wohnzimmer und dann im Bett. Leider. Kann es jemand bezeugen? Meine Tochter hätte es gekonnt. Und ich sag dir was, Just. Diesen schmierigen Fotofritz, den hätte ich auch nicht an meine Tochter rangelassen. Genau. Nee, ich denke, du bist so liberal. Ich habe auch meine Grenzen, gerade bei so jungen Dingern. Ah, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ihr seid so zwei Strategen. Selber keine Kinder, aber wissen, wie man sie erzieht, ne? Es gibt Prinzipien. Und mit 17 nachts durch die Clubs ziehen. Ach so, bei euch heißt das hier noch Diskos. Wer bei mir eben nicht. Ja, bei mir auch nicht. Der Vater geht schon hoch, wenn er den Namen Voss nur hört. Was aus der Gerichtsmedizin? Ja, die Abstriche vom Körper des Mädchens. Wieso, was hat er denn gegen ihn? Ach, angeblich hat er das Mädchen aufgestachelt. Aber wenn du mich fragst, der wahre Grund ist Eifersucht. Naja, Klaasen hat seine Tochter alleine großgezogen. Da kann man sich schon vorstellen, wie eng die Bindung gewesen sein muss. Aber dann ist sie erwachsen geworden und wollte ihre eigenen Wege gehen. Und dann ist auch noch ein fremder Mann ins Spiel gekommen. Tja, du meinst, Klaasen gehört zu der Sorte Väter, die den ersten Mann für ihre Tochter so ab 35 sehen? Hatte die denn was mit dem Voss?
Das hat Klaasen nicht behauptet, aber vielleicht befürchtet. Sag mal, gibt ihr Handy was her? Da war keins bei ihren Sachen. Das war komisch. Angeblich hat sie das immer bei sich getragen. Ich werde das Bild nicht los. Wie sie so da lag. Und am Baum. Ja, ich habe die Fotos gesehen. Sah fast so ein bisschen aus wie Schneewittchen. Des Mädchens kann man es ganz deutlich sehen. Erste Eiablagen von Schmeißfliegen. Angesichts der Temperatur und der Umgebungsfeuchtigkeit komme ich damit auf eine Liegezeit von 10 Stunden. Die Untersuchung war gestern Morgen um 8. Das Mädchen ist voraussichtlich vorgestern Abend gegen 22 Uhr gestorben. Und wo das war, kannst du uns nicht zufällig auch noch sagen? Leider nein. Und auch für die Strommarken habe ich keine Erklärung. Aber wir haben ein paar Fingerabdrücke oder besser Teile davon auf einem Schlüssel, den sie bei sich hatte. Vielleicht geben die wenigstens irgendwas her. Alles. Das Ding ist frisch repariert. Was gibt denn ihr Laptop her? Dass sie als Model groß rauskommen wollte. Ich verstehe nicht, wie man darum so ein Gewese machen kann. Lauter Spargelstangen auf dem Laufsteg. Jo, so bist ja auch keine 17. Ja, und auch mehr so ein Buntspargel. Das Mädchen hatte Träume und sie war bereit dafür, was zu tun. Zum Beispiel mit Fotos. Und für die braucht man einen Fotografen. Du denkst an Voss. Aber wenn er der Täter ist, welchen Grund sollte er gehabt haben, sie an so einen besonderen Ort abzulegen? Um die Tat zu vertuschen. Katrin, ist ihr Handy eigentlich inzwischen aufgetaucht? Ich kann es leider nicht orten, der Akku ist wahrscheinlich leer. Vielleicht hat sie jemand geklaut. Du meinst der Täter? Könnte was Wichtiges drauf sein. Fotos von ihm? Oh. Entschuldigung, ich muss da mal ganz kurz ran. Ich starte mal. Spring an! Hey, was ist denn los mit dir? Nichts. Das tut dann, Andi. Der neue Anlasser kommt ja bald. Aber der Dinger muss aufs Feld. Ja, aber nicht heute. Mist. Alles okay? Ja. Nein, das heißt eigentlich nicht. Ich habe Stress mit meinen Eltern. Hm. Aber denn nicht alle mal. Worum geht's denn? Meine kleine Schwester. Meine Eltern wollen, dass sie zu ihnen zieht, aber Maike will nicht. Und warum ist das dann dein Problem? Tja, weil ich sie überreden soll. Oha. Ja, meine Eltern wollen eine Finca kaufen. Eine Finca? Ja. Die wohnen auf Gran Canaria und jetzt wollen sie eine Finca kaufen, die viel zu groß für sie ist. Na, dann hast du wirklich ein Problem. Ja. Die hätten uns am liebsten alle unter einem Dach. Ja, ja, das kenne ich. Wenn sie älter werden, dann werden sie manchmal sehr anhänglich. Aber ist das nicht auch irgendwie verständlich? Tja, Maike kriegt nur schon eine Krise, wenn sie länger als 3 Tage mit unseren Eltern zusammen ist. Aber das muss sie ihnen ja nicht immer gleich so sagen. Die ist immer so direkt. Und ich will nicht, dass sie ihnen wehtut. Naja, jetzt bleibt das wahrscheinlich wieder an mir hängen. Dir fällt bestimmt was ein. Hm? Na komm. Schmeckt richtig lecker. Irgendwie ganz anders als sonst. Das Lupinenmehl. Ich esse gerade Blumen. Das macht schöne Haut, schöne Haare, schöne Muskeln und vor allem einen klaren Kopf. Klarer Kopf. Na, das hilft bestimmt auch gegen Vergesslichkeit, ne? Tja, aber der Bohr nicht kennt das Freti nicht. Muskeln, sagst du? Ja, hau mal rein, ne? Also, das hier sind die Klaasen-Ländereien und hier ist der Fundort. Dazwischen sind 3 Kilometer. Ganz schön weit weg, wenn sie auf dem Hof gestorben ist. Aber wer hätte den Grund, sie ausgerechnet da hinzuschaffen? Außerdem bringt man jemanden nur wegen ein paar Fotos um. Vielleicht war es ein Unfall. Sie haben gestritten und Voss wurde handgreiflich. Das würde aber auch zum Vater passen. Sie wollte weg, er hält sie auf, sie stürzt und verletzt sich im Kopf. Na, der hätte auf jeden Fall ein Motiv. Hat sich für sein Kind aufgeopfert und sie lässt ihn im Stich. Also mal angenommen, sie wollte an dem Abend wirklich in die Disco gehen. Dann wäre das hier ihr Weg gewesen, die Landstraße. 1 Kilometer zum Hof und 4 zum Fundort. Und was ist das hier, gegenüber vom Hof? Das sind die Holthusens, Vater und Sohn. Ihr Besitz grenzt direkt an die Klaasen-Ländereien. Ja, aber erst nachdem Klaasen fast alles aufgekauft hat. Der Nachbarschaftsstreit. Davon hat doch auch der Fotograf erzählt.
Hallo? Ja? Wittkamp, über Holstein. Stirch? Ich komme wegen Feline, ich hab's schon gehört. Oh. Wie gut kannten Sie das Mädchen? Wir waren Nachbarn. Und haben Sie vielleicht vorgestern Abend gegen 10 irgendwas gehört oder gesehen? Nee, wir wohnen noch viel zu weit weg. Wo waren Sie denn um die Uhrzeit? Hier. Und was wissen Sie über Feline? Hatte sie vielleicht Streit mit irgendjemandem oder gab es sonst irgendwelche Probleme? Mit ihrem Vater. Aber mit dem hat der keine Probleme. Aha, mit Ihnen also auch. Naja, die haben Vater Land abgekauft. Gab es deswegen vielleicht Streit? Verkauft ist gut. Abgepresst hat er uns das. Nee, da sind Sie falsch bei mir. Für den Diebstahl ist der Kollege zuständig. Der ist bestimmt bald zurück, wenn Sie auf ihn warten wollen. Ja, danke. Hier, du glaubst nicht, was ich hier habe. Sieh an. Ich kann es immer noch nicht glauben. Sie war wie eine Tochter für mich. Na endlich! Gut gemacht! Es tut mir leid, Herr Holdehusen, aber ich muss Ihnen noch ein paar Fragen stellen. Wieso hat Klaasen Ihnen Ihr Land abgepresst? Weil er ein Geier ist, der meine Not ausgenutzt hat. Der feine Herr Rinderbaron. Wollten Sie sich da nicht rächen? Hätte ich bestimmt allen Grund dazu. Der hat den Preis gedrückt, bis Blut kam. Danach konnte ich bloß noch Löcher stopfen, statt zu investieren. Entschuldigen Sie bitte. Jo, Katrin, was gibt's? Sie sind verklagt worden vor ein paar Jahren. Wegen Sex mit einer Minderjährigen. Das hat Sie Ihre Karriere in der Modebranche gekostet. Das war kein Sex. Ich habe das Mädchen geliebt. Naja, und Feline haben sie auch geliebt, also klar. War Klaasen deshalb so wütend? Weil er dahinter gekommen ist, dass sie was mit ihr hatten? Ich hatte nichts mit ihr. Ach, kommen Sie. Jemand, der wie Sie jahrelang als Modelfotograf gearbeitet hat, findet seine Erfüllung garantiert nicht beim Kühlknipsen. Worauf wollen Sie hinaus? Vielleicht wollten Sie aber das Mädel ja wieder zurück in Ihre alte Welt. Sie managen, als Fotograf an ihr verdienen. Ja, und wieso sollte ich sie dann umbringen? Ja, weil sie eine Affäre mit ihr hatten und sie gedroht hat, das öffentlich zu machen. Das ist so Quatsch. Werden wir ja sehen. Wir haben den Schlüssel bei ihr gefunden mit Fingerabdrücken. Ich bin schon gespannt, zu wem die passen. Haben Sie eigentlich das Handy von Feline? Wieso sollte ich ihr Handy haben? Einer muss es ja haben. Der Letzte, der bei ihr war. Ich brauche einen Durchsuchungsbeschluss für das Atelier von Voss und für seine Wohnung. Ich rufe in Lübeck an. Ja, der Obduktionsberichte. Druckpunkte am Körper des Opfers bestätigen, dass Feline Klaasen auf dem Gras abgelegt wurde, nachdem sie bereits tot war. Ja, also lagen wir richtig. Sie ist woanders gestorben. Todesursache war Herzversagen durch Kammerflimmern, ausgelöst durch einen Stromstoß. Also doch der Strom. Ja, und die Kopfwunde? Folge eines postmortalen Sturzes. Das Opfer hat eine Vorerkrankung des Herzens, deshalb hat der Spannungskontakt sofort zum Tod geführt. Naja, die hatte Herzrhythmusstörung, hat mir ihr Vater erzählt. Das heißt, sie ist gestorben, weil sie ein schwaches Herz hatte und zufällig einen Stromschlag bekommen hat? Oder jemand war ganz besonders clever und hat das nur wie ein Unfall aussehen lassen. Ja, aber warum hätte der die dann noch auf die Wiese schleppen sollen? Tja, da hilft nur eins. Wir müssen die Stelle finden, an der sie mit der Spannung in Kontakt gekommen ist. Du nimmst dir so viele Leute wie möglich und fängst auf dem Klaasenhof an. Und parallel schickst du noch ein Team zu Voss und zum Holdhusenhof. Du weißt schon, dass das die Nadel im Heuhaufen ist, die wir da suchen? Du bist ja genau der Richtige dafür. Rudi? Ja, ich bin's. Kegeln ist heute mal ohne mich. Jo, bis dann. Wie lange wollen Sie mich denn noch hier behalten? Das kommt darauf an. Worauf? Ich bin unschuldig. Jetzt nehmen wir erstmal Ihre Fingerabdrücke. Was macht jemand wie Sie eigentlich bei der Polizei? Wie bitte? Naja, ich meine, bei Ihrem Aussehen, da stehen Ihnen doch ganz andere Möglichkeiten offen. Ein gutes Foto hilft bei viel. Falls Sie gern mal eins von sich hätten. Jetzt machen wir erstmal ein Foto von Ihren Fingern.
Ein Stromschlag. Was ist denn da passiert? Das wissen wir leider noch nicht. Deshalb ist es ja so wichtig, die Spannungsquelle zu finden. Wissen Sie, ob es hier irgendwo im Haus oder auf dem Gelände einen Defekt gibt? Ist was kaputt? Irgendwelche Geräte? Nein, mir ist nichts aufgefallen. Ich sehe mich da mal um. Wie kann sie denn an einem Stromschlag sterben? Der Stromschlag hat ein Kammerflimmern ausgelöst. Das hat ihr Herz leider nicht verkraftet. Ihr Herz? Herr Klaasen, wer wusste noch von der Erkrankung Ihrer Tochter? Keine Ahnung. Nur der von gegenüber, der hat sie mal hergebracht, als es ihr nicht gut ging. Ihr Nachbar, Holthusen? Nee, nicht der Alte, der Junge sein. Mein Sohn, der Andi, der Versager. Was haben Sie denn gegen die Leute? Ich? Nichts. Ich bin doch hier nicht Tag und Nacht am Rackern, damit der sich dann über meine Tochter meinen Hof unter den Nagel reißt. Ich dachte wahrscheinlich, er sei besonders clever, schmeißt sich an sie ran. Macht ihr einen noch verliebt und sie spielt auch noch mit. Der Sohn von Holthusen und ihre Tochter waren ein Paar? Nicht mehr. Schon eine Weile her. Was suchen die hier? Feline Klaasen ist an einem Stromschlag gestorben. Warum haben Sie mir nicht gesagt, dass Sie mit ihr zusammen waren? Sie haben mich gefragt, ob ich sie kannte. Außerdem waren wir nicht mehr zusammen. Hatte sie einen anderen? Nee, hatte sie nicht. Woher wollen Sie das wissen? Wir waren auch danach noch befreundet. Sie hat mir mal alles erzählt. Und warum hat sie sich dann von Ihnen getrennt? Ihr Vater hasst mich. Hat sie unter Druck gesetzt. Sie hat es nicht geschafft, sich zu wehren. Deswegen wollte sie auch weg. Ich dachte, sie wollte weg, weil sie von einem anderen Leben geträumt hat. Sie hat es hier geliebt. Die Natur. Die Sterne. So einen Sternenhimmel hast du nicht in Städten. In ihrem Zimmer hängt eine Sternkarte. Wir sind oft gemeinsam raus. Vor allem in den weißen Nächten. Die, in denen man die Sterne sieht, wenn sie im Dunkeln strahlen. Weiß vor Schwarz. Ich habe mir dann immer die Sternbilder erklärt und mir dabei Geschichten ausgedacht. Ich konnte sie nicht genug bekommen. Sie mir eine Schwarz-Weiß-Geschichte, hat sie mir gesagt. Komisch. Ich habe sie mir ganz anders vorgestellt. Wollte sie nicht weg und Karriere machen? Hey, wo bleibt denn der Sinn für Romantik? Sterne gucken, Schäfchen zählen, Strohblatt drücken. Also ich könnte da glatt schwach werden. Will ich mir das vorstellen? Ich glaube, das wollen wir alle nicht. Ich schau mal, wie weit Jost ist. Und? Passen die Fingerabdrücke vom Fotografen zu denen auf dem Schlüssel? Gleich. Maike. Nein, ich habe noch nicht mit Mama und Papa gesprochen. Du, ich kann jetzt nicht. Ich rufe dich noch mal an, ja? Ja, okay. Tschüss. Stress? Das war meine Schwester. Ja, das kenne ich. Ich zoff mich auch mal mit meinen Brüdern. Worum geht's denn? Meine Eltern sind enttäuscht, dass sie nicht bei ihnen einziehen will. Also ich würde ja alles für meine Mutter tun. Aber bei ihr wohnen? Niemals. Und sagst du ihr das so einfach ins Gesicht? Na ja, klar. Man muss doch sagen, was Sache ist. Sonst sitzt du immer zwischen den Stühlen. Bingo. Wenn die Schlüssel jetzt noch zu seiner Wohnung oder dem Atelier passen, dann kann er sich eine Erklärung einfallen lassen.
Woher wollen Sie wissen, dass es mein Schlüssel ist? Der könnte ja auch von Klaasens Hof sein. Ich habe da schließlich gearbeitet. Wollen Sie deswegen ausprobieren? Das Mädel hat ihren Schlüssel in der Tasche. Gut. Wie Sie wollen. Komm mal, Feierabend. Gleich. Andi? Schon okay, Papa. Bist du sicher, dass du hier bleiben willst? Ich weiß, du wolltest immer den Hof übernehmen, aber meinst du wirklich, das hier ist noch das Richtige für dich? Ich lasse dich nicht im Stich. Mach nicht so lange. Zwischenstellen. Du schaffst das schon. Mach dir keine Sorgen. Ja, tschüss. Deine Schwester? Ja. Und? Sie soll es ihnen selbst sagen. Und deine Eltern? Werden es überleben. Was mit Jost? Auch nix. Haben Sie schon was? Bis jetzt noch nicht. Na also, wir haben es überprüft. Das ist Ihr Atelierschlüssel. Das Mädel ist bei Ihnen ein- und ausgegangen. Ja, ich habe sie fotografiert. Aber nur, weil sie mich an früher erinnert hat, an meine alten Träume. Und dann ist der Gaul mit Ihnen durchgegangen. Ein junges Ding vor der Kamera und schon rutscht das Gehirn in die Hose. Habt ihr's los, so ein Quatsch? Da waren nur Fotos, sonst nichts. Nichts sonst! Wirklich. Moin. Moin, moin. Der Kollege von der Spurensicherung. Da drüben am Kuhstall. Ah, hervorragend. Dankeschön. Lars, was machst du denn hier? Ich habe Rudi getroffen. Er hat mir gesagt, ich soll dir sagen, dass er das nächste Mal gleich alleine kegeln geht. Du hast ihn das letzte Mal schon versetzt. Mhm. Mann, Mann. Kannst du dich noch daran erinnern, wie damals Tante Helga einmal mit Melkschemel losgezogen ist? Wie das jetzt hier so alles aussieht? Das nennt man Fortschritt. Nee. Industrialisierung nennt man das. Sieh an. Ich sehe da nichts. Das Kabel gehört hier nicht hin. Da hat jemand dran rummanipuliert. Wieso das denn? Jemand wollte den Kasten unter Spannung setzen. Mit Absicht? Wieso das denn? Wenn der Kasten unter Spannung steht, dann fließt Strom durch das Wasserrohr, das in den Boden führt, über die Kette zum feuchten Stroh. Das Stroh wird warm, fängt an zu brutzeln, trocknet. Es entsteht Kohle. Kohle leitet Strom, fängt an zu glühen und irgendwann gibt es eine Flamme. Was soll das sein? Die 100-Stunden-Anleitung für Brandstifter oder was? Kann auch schneller gehen, je nachdem wie feucht das Stroh ist. Naja, die perfekte Methode für jemanden, der nicht hier sein und ein Alibi haben will, wenn der Brand passiert. Und du glaubst, das Mädchen ist da an den Strom gekommen, oder was? Sieht ganz so aus. Ich verstehe nur nicht. Was? Ja, das hätte sie nicht umgebracht. Jeder zuckt automatisch zurück, wenn er einen Schlag kriegt. Rein muskulär bedingt. Hm. Und wie soll das sonst passiert sein? Tja.
Ich glaube, ich habe da eine Idee. Es war Ihr Fahrrad? Sieht ganz so aus, ja. Es stand im Stall, an das Gatter gelehnt. Dadurch stand es unter Spannung. Sie muss nach dem Fahrrad gegriffen und sich dabei an dem Wasserrohr abgestützt haben. Also ich verstehe nur Bahnhof. Das ist eigentlich ganz einfach. Durch diese Kette stand das Metallgatter unter Spannung. Gatter plus Fahrrad gleich Spannung. Wasserrohr gleich Erdung. Sie dazwischen, der Strom fließt genau durch Sie hindurch. Sie ist in einen geschlossenen Stromkreis geraten, den sie nicht mehr lösen konnte. Aber so viele Zufälle auf einmal gibt's doch gar nicht. Aber es ist die einzig mögliche Erklärung und passt genau zu den Strommarken an Ihren Händen. Aber wer wusste, dass sie ihr Rad dort abgestellt hat? Und wer hätte sie dazu gezwungen, den Stromkreis auf diese Weise herzustellen? Ich meine, das ist doch alles viel zu kompliziert. Das war wirklich ein Unfall. Eine ganz schreckliche Verkettung von unglücklichen Umständen. Jemand wollte den Hof in Brand stecken und Feline ist dazwischen gekommen. Wenn die an dem Tag ihr Fahrrad nicht im Stall abgestellt und keinen Herzfehler gehabt hätte, dann wäre die heute noch am Leben. Wie tragisch ist das denn? Ja, und wer hat den Ball ins Rollen gebracht? Klaassen jedenfalls nicht. Der steckt ja nicht seinen eigenen Hof in Brand. Nee, das muss jemand gewesen sein, der viel von Elektrik versteht und einen ordentlichen Brass auf Klaassen hat. Und der Feline sehr mag. Ihr erinnert euch, wie sie da lag? Nur zu gut. Bleibt nur einer übrig. Andi Holthusen. Glaubst du wirklich, dieser Landverkauf ging ihm so nahe, dass er Klaassen Haus und Hof abfackeln wollte? Ach, der hatte noch ganz andere Gründe, Klaassen zu hassen. Der hat ja oft genug gezeigt, dass er nichts von Andi und seinem Vater hält, hat die beiden offen gedemütigt. Aber was das Wichtigste ist, der hat Klaassen dafür verantwortlich gemacht, dass Feline sich von ihm getrennt hat. Andi? Bist du noch hier? Wo ist Andi? Keine Ahnung, ich suche ihn auf. Das war der Platz, an dem Sie mit Feline die Sterne angeschaut haben, oder? Sie wollten das Klaassen heimzahlen, weil sie nicht ertragen konnten, wie er mit allem umgegangen ist. Sie hätten mal Phillys Blick sehen sollen, als er fast vom Hof gejagt hat. Was ich nicht verstehe, ist, Sie haben den Strom fast manipuliert, bevor Feline in den Stall kam. Wie haben Sie sie denn dann gefunden? Ich bin nochmal zurück. Ich habe mich auf einmal so geschämt und zurückgängig machen, aber du warst schon zu spät. Sie hat gerade ihr Fahrrad genommen. Sie haben den Stromkreislauf unterbrochen, aber da war sie schon tot. Ich habe sie umgebracht. Und du konntest ihnen das nicht ausreden?
Ah, ja, mal sehen, ob ich das hinkriege. Ja, ich melde mich dann nochmal. Ja, tschüss. Na, deine Eltern nehmen das wohl doch nicht so leicht, ne? Na, das mit meiner Schwester haben sie schon weggesteckt. Aber jetzt wollen sie, dass wir bei ihnen Urlaub machen. 3 Wochen lang. Ja, aber wo ist denn das Problem? Sommer, Sonne, Strand. Wenn mir das jemand anbietet, also ich wäre sofort weg. Wenn ich denn wenigstens am Strand liegen könnte. Ich habe meine Eltern wirklich lieb, aber die wollen jeden Tag was unternehmen. Das kenne ich. Als ich das letzte Mal mit meiner Mutter im Urlaub war, da haben wir eine Bustour durch Jugoslawien gemacht. Ich kann euch sagen, aussteigen, Fotos machen, einsteigen. Das 20 Mal am Tag. Danach war ich fix und fertig. Jugoslawien? Wie alt warst du denn da? 14. Süß. Das fand meine Mutter dann gar nicht mehr. Danach haben wir nämlich beschlossen, dass wir nie mehr gemeinsam in den Urlaub fahren. Und das war eine sehr, sehr weise Entscheidung. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Moin, Heidi. Ja. Moin, Nele. Machen Sie uns 3 Bier fertig? Und nehmen Sie sich mal auch eins, das geht auf mich. Nun, ist das zu feiern? Hm, kann man so sagen. Nee. Voilà. Danke Ihnen. Danke. Ja, wo wir jetzt alle hier so nett beieinander sind. Ich bin heute genau 10 Wochen bei euch. Das war nicht immer einfach. Aber ich danke euch, dass ihr so seid, wie ihr seid. Ich freue mich, hier bei euch zu sein. Prost. Prost.